Punkt. Die beiden Trainer sind da, Jürgen Schuler für die Gäste und Uli Ehn für die Füchse Duisburg. 3:2, knapper Sieg für die Füchse am Ende. Wohl, das war knapp, Herr Schuler. Das ist das Spiel aus Ihrer Sicht. Ja, guten Abend. Eindeutig war das, dass wir das erste Drittel verschlafen haben. Wir waren da nicht richtig mit dem Kopf auf dem Eis. Da haben wir zu wenig getan. Und da haben wir auch die zwei Tore bekommen. Und ich glaube, dass das der Grundstein war zum Sieg der Duisburger. Gratulation. Die haben heute verdient gewonnen, weil wir nicht richtig zum Tor gegangen sind und da der Druck, der hat da gefällt. Das Positive ist, dass wir zurückgekommen sind und dass da nicht viel gefällt hätte, dass wir auch 3:3 geschossen hätten, aber es ist so, es steht 1:1. Ich habe schon vor der Serie gesagt, das wäre ein harter Kampf sein und so ist es und wir sind am Dienstag. Danke, Eli. Dankeschön, Herr Schuler. Harter Kampf, schwer verdienter Sieg, Uli Ehn, dein Fazit zum Spiel. Guten Abend zusammen. Ja, wir sind gut aus der Kabine gekommen, wir haben sehr viel gelernt. Wir haben sehr viel gelernt vom letzten Spiel. Es ist jetzt eine Best-of-Three-Serie. Wir sind bereit am Dienstag in Freiburg und wir werden alles versuchen, dort das Spiel zu gewinnen. Danke. Und Platz hier. Eigentlich möchte auch nicht so viele weitere Fragen, weil Herr Schuler gut gebeten hat, dass wir das kurz halten heute, damit wir möglichst schnell nach Hause fahren können. Dem kommen wir natürlich gerne nach. Von mir noch kurz ein Hinweis, wir haben es auf dem Bildschirm noch zu sehen. Der Vorverkauf läuft schon für das Spiel am Freitag. Es gibt Stehplätze heute und einige waren draußen gerade. Läuft gut, ne? Ja, also wenn Sie die Gelegenheit haben und hinwollen, nehmen Sie gleich auf dem Weg nach draußen vielleicht noch eine Stehplatzkarte mit. 24.04. 19:30 in der Scandinavia Arena. Herr Schuler, ganz eilig, gute Heimfahrt euch und am Dienstag geht es dann nach Freiburg auch wieder zu hören im Webradio bei den Fuchsmusikern zum Mittag. Dankeschön, dass Sie hier waren. Dankeschön, Uli. Viel Erfolg für das Spiel am Dienstag. Sie nehmen bitte noch ein köstlich gutes Pilsner zu sich. Die Autofahrer kriegen Software aus dem Hause Sinalco. So ist an alle gedacht. In diesem Sinne, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.